Hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute bin ich mal nicht im Studio, sondern bei mir am Rechner und ich möchte euch mal zeigen, wie ich dieses Bild, was ich vom Stefan im Januar, glaube ich, diesen Jahres fotografiert habe, einfach bearbeite und wie ich da so vorgehe. Mal ein paar Gedanken dazu. Das Bild ist so jetzt raus. Ich habe es in RAW fotografiert mit einem 85mm. 1/250 Sekunde, ISO 250 bei einer Blende 1,8, habe ich die tatsächlich, gucke ich mal, genau, bei Blende 1,8. Es ist nur mit Available Light fotografiert worden, also ich hatte hinter mir ein großes Fenster zu so einer kleinen Terrasse raus und ja, Stefan saß auf dem Sessel in einem Raum. Wie ihr seht, ist dieses Hotelzimmer so ein bisschen grünlich gewesen von den Wänden her. Dann gab es diesen roten Sessel dabei. Das sind alles so ein paar Farben, die stören mich so ein bisschen. Und die nehme ich da jetzt auch erstmal raus. Das wäre so ziemlich so der erste Schritt, den ich mache. Das heißt, ich gehe in meine Farben rein und schaue mal, was ich da so machen kann. Und wie wir sehen, hier ist dieses Lila-Rot schon ganz gut da. Und, ach, Magenta, genau, guck, das ist so ein Punkt, das möchte ich ein bisschen rausnehmen, so, das stört mich. Und dann auch dieses Grün, die Sättigung von dem Grün kann auch ein bisschen weg. Und in der Luminanz werde ich das alles ein bisschen abdunkeln. So, ich denke, so passt das von den Farben schon ganz nett. Seinen Anzug, den schiebe ich mir auch wieder ein bisschen an. So, so gefällt mir das ganz gut. Und dann gehe ich so an die Grundeinstellung ran. Das heißt, den Weißabgleich habe ich jetzt nicht über eine Karte geholt. Den schnappe ich mir mal eben hier so aus dem Augenweiß raus. Das passt aber schon ganz gut so. Wunderbar. Und dann gehe ich so immer bei und laufe so langsam von oben nach unten runter. Das heißt, ich gehe an meinen Kontrast ran. Da schubse ich mal richtig an. Da kommen die Farben alle nochmal wieder ein bisschen mehr raus. Das korrigieren wir gleich. Lichtert sich ein bisschen runter. Das ist ein Männerporträt. Da kann man nochmal ein bisschen härter, rauer aussehen lassen. Bei den Mädels müsst ihr ein bisschen aufpassen mit der Haut. Aber bei Kerlen ist das schon ganz gut so, denke ich. Schwarz ein bisschen rein, weiß ein bisschen für die Brillanz. Und was ich auf jeden Fall mache, ist die Sättigung wieder ein bisschen rausfahren, weil dadurch, dass ich jetzt im Kontrastbereich natürlich anschiebe, kriege ich auch ordentlich Sättigung dazu. Das möchte ich gar nicht. Das schaue ich mir mal so an. Und so kommt schon so langsam der Look in die Richtung, wie ich es haben möchte. Und Klarheit brauche ich eigentlich nicht. Vielleicht so einen Tick, um es noch ein bisschen anzuschubsen. So, ich denke, das passt so ganz gut. Ich gehe nochmal kurz in die Farben. Das Blau von dem Anzug kann ich nur ein bisschen dunkler machen. Sättigung, das passt auch gut. Ja, wunderbar. So finde ich das eigentlich schon mal ganz cool. Was wir jetzt so ein bisschen das Problem haben, ist, ich möchte auf jeden Fall den Blick des Betrachters hier auf das Gesicht ziehen. Er guckt so cool nach draußen und das Wichtigste sind einfach die Augen und der Blick. Und im Moment, wenn ich hier so drauf schaue aufs Bild, dann ist die Hände noch sehr hell, der Raum im Hintergrund noch sehr hell und sonstiges. So, und das stufe ich jetzt ab mit 3 Radialfiltern. Ich stelle mir die mal so ein. Und zwar nur so, die Belichtung ziehe ich nur mal so, ach, irgendwie so in dem Bereich was runter. Und dann ziehe ich mal den ersten auf. Und zwar ganz groß über Stefan direkt rüber. Dann nehme ich mir meinen zweiten, mache nochmal genau das gleiche und bringe das nochmal ein bisschen in diese Richtung. Dass wir so ein bisschen das Licht in den Oberkörperbereich reinbekommen. Und den letzten, dritten, den ziehe ich dann wirklich nur auf dem Kopf. Dadurch, dass wir jetzt
in drei kleinen Schritten gearbeitet haben, fällt das nicht so extrem auf, dass wir hier so eine starke Vignette kriegen. Was wir aber hinbekommen haben, ist eben, dass wir hier wunderbar jetzt den Blick führen. Die Hände sind nicht mehr so hell und wenn man jetzt aufs Bild schaut, dann sieht man sofort, alles klar. Der Blick zieht sich direkt ins Gesicht rein einfach. Denke mal, ich zeige es mal ganz kurz, wie das vorher war. Ich denke, so haben wir das Licht ganz, ganz schön geführt. Ich finde das so grundsätzlich schon mal ganz gut. Bin auch eigentlich schon sehr mit zufrieden. Ich würde jetzt ganz gerne damit einmal noch mal ganz kurz in Photoshop reingehen. Da drücke ich Command E und lasse mir das in Photoshop einmal noch mal öffnen, das Bild. Und dann, ja, was sagt er da? Achso, okay. Er meckert. Und in Photoshop würde ich sehr gerne noch in Dodge & Burn noch ein bisschen was machen, um mir einfach nur mal ein paar Konturen noch ein bisschen rauszuholen und um Stefan um die Augen noch so ein bisschen frischer zu machen. Dafür lege ich mir mit gedrückter Alt-Taste eine neue Ebene an. Dann fragt er mich, neue Ebene im Modus normal. Ich sage weiches Licht. Mit neutraler Farbe für den Modus weiches Licht füllen. Ja, machen wir auch. Und schon habe ich eine graue Oberfläche. Und jetzt kann ich hier mit dem Abwedler und Nachbelichter Dodge and Burn etwas arbeiten. So, ich vergrößere mir das mal kurz. 100%. Na. Wenn die Spitze ein bisschen kleiner. So, und dann sind so meine ersten Sachen so. Ich dunkle hier so ein ganz bisschen so die Augenbrauen ab. Den Bart mache ich auch mal ein bisschen was dunkler. Ziehe so ganz ebenso die Konturen so ein bisschen vom Kopf nach. Hier zwischen den Augen. Hier unter den Augen mache ich es ein bisschen heller, ein bisschen frischer. Es war ja auch morgens, also, ne? Also wir hatten ja schon einen anstrengenden Tag hinter uns. Und wahrscheinlich sind wir spät abends ins Bett gekommen, erst alle Mann und dann darf man morgens ja mal ein bisschen müde schauen. So. Ich denke, wenn wir so ein bisschen in den Bereich haben, das heißt, ich fange an, ein bisschen das Licht in die Richtung zu bringen. Eine Hautretusche mache ich bei ihm nicht. Hat er überhaupt nicht nötig. Bei den Mädels würde ich vielleicht noch ein bisschen mehr rangehen an der Haut ran, aber beim Männerporträt denke ich, ist das so alles in Ordnung. So, jetzt mache ich noch mal einmal ein paar Tiefen etwas tiefer und ein paar Lichter ein bisschen heller, um einfach ein bisschen Plastizität in die ganze Geschichte noch mal reinzuarbeiten. So. Ich denke, das ist so schon ganz cool. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Das Knie hier vorne machen wir mal ein bisschen dunkler insgesamt. Das ist ein bisschen Übungsarbeit. So, das kann man vielleicht nicht. Wenn ihr jetzt noch mit Dodge & Burn eigentlich noch nie so richtig gearbeitet habt, dann müsst ihr immer noch ein bisschen üben. Grundsätzlich anfangen kann man wunderbar, indem man einfach mal sieht, was so helle und dunkle Stellen im Bild sind. Und die dunklen Stellen macht ihr noch einen Tick dunkler und die hellen Stellen macht ihr einfach wieder ein ganz kleines bisschen heller. So. Und das passt, denke ich, ganz cool. So, wie man sieht, gibt das insgesamt dem Bild einfach noch mal ein bisschen mehr Plastizität und dann passt das auch ganz gut. Hier dunkle ich das noch mal ein bisschen ab. Hier ist es so ein bisschen fleckig hier an der Seite an dem Stuhl. Da möchte ich nicht, dass es den Blick zieht. Ist zu viel gewesen. Mal ein bisschen korrigieren. Wunderbar. So sieht die Ebene aus. So, super. So, dann bin ich soweit damit fertig eigentlich. Ist eine schnelle Bearbeitung für ein cooles Porträt, finde ich, von ihm. Wenn ich es jetzt für Facebook abspeichern würde, würde ich folgendermaßen vorgehen. Und zwar gehe ich einmal mache die Bildgröße runter auf
1990 Breite, längste Kante. Hier in Filter, Scharfzeichnungsfilter und scharf maskieren. Die Stärke bei 265, den Radius bei 0,2, Schwellenwert auf 0, werde das einmal anwenden. Damit schärfe ich das Bild sehr, sehr stark nach und speichere es jetzt einfach als JPEG ab. Ich schmeiße es bei mir mal auf den Schreibtisch drauf und nehme das Bild Stefan mit dem Kürzel FB für Facebook dahinter gesetzt. Drücke auf Sichern. Okay, und das war es auch schon. Und schon habe ich das fertige JPEG. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann will ich hoffen, dass ihr meinen Kanal abonniert und bis dann. Tschüssi!